Hallo, ihr Schwestern und herzlich willkommen zu einem neuen Video eines Tages, wenn die ganze Welt für Snowball spielen. Erstmal Yu-Gi-Oh! Mit dem Kurga, hallo! Ah, moin! Ich habe gerade auf meine Tastatur gespuckt. Super! Also das Rematch vom letzten Mal mit denselben Decks. Das Rematch. Genau. Ja, letztes Mal hat es auch recht lange gedauert. 20 Minuten oder so haben wir gespielt, sogar vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau. Das war das spannendste Spiel bisher. Ja. Wir werden mal schauen, wie das jetzt abgeht hier. Koga hat ein Rematch gefordert mit denselben Decks. Dann machen wir das natürlich. Karte so. Zu kennen. Ich aktiviere das Herz des Unterlegenen. Immer wenn ich eine normale Monsterkarte ziehe, darf ich noch eine Karte ziehen, wenn ich sie zu zeige. Mhm. Beende ich meinen Zug. Tja. Dann ziehe ich doch mal eine Karte. Mhm. Dann mach mal. Gönn dir, Bruder. Na gut. Also ich spiele erstmal mystischen Raumtaifun und zerstöre eine verdeckte Karte da. Das wird aber nicht funktionieren. Nee, das hätte auch nicht funktioniert, weil mystischer Raumtelefon eine Schnellzauberkarte ist und in der Kette vorher dran gewesen wäre. Das war clever, da nicht noch was auszulösen. Oh, dann setze ich ein Monster natürlich. Und dann beende ich meinen Zug. Aber gut, der Rageki-Brecher da, der Rageki-Brecher, doch, Rageki-Brecher, genau. Das war gut, dass der weg ist. Sehr gut. Das mag wohl stimmen. So, dann spiele ich erstmal Schwarzes Loch. Komische Sprengfalle dort, Alter, ey. Ohne Scheiß, Junge. Ninken-Hund. Wuffige Abfuckkarte, Alter. Oh, lass sie doch in Ruhe, ich mag sie. Ich hab die auch drin. Echt? Ich mag die auch, ja, klar. Ist trotzdem eine Schundkarte. Genauso wie Raigeki. Schundkarte. Heißt aber Schwarzes Loch spielen, wenn man keine Monster liegen hat, ist eigentlich genau das gleiche. Perfekt, diese Karte habe ich gebraucht. Habe ich gebraucht? Ich beschwöre Goblin Elite Angriffstrupp. Oh nein. Doch. Tu das nicht. Dann raide ich jetzt einmal da über deinen komischen Hund drüber, Alter. Ab ins Tierheim. So. Das ist ja noch schlimmer, ey. Ab ins Tierheim. Lass mich mal, jetzt kommt noch mal Schwarzes Loch. Nee, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber was anderes. Schade. Oh, aber es kommt kein Monster, okay. Sehr interessant. Sehr geile Bioprodukte. Dann spiele ich jetzt erstmal den bettelnden Goblin. Na, dann spiele ich noch Horn des Einhorns. Machst du den richtig horny? Ja, zumindest damit ich nicht so viel Damage bekomme, wenn du ihn gleich wegrenderst. So, dann greife ich ihn mal direkt. Wegrender. Aktiviert dieser Effekt. Ich darf mir eine Goblin-Karte aus meinem Deck auf meine Hand holen. Und dann berendere ich meinen Zug. Dann renderst du deinen Zug. Entrendern. Mhm. Siehst du, der hat jetzt schon mehr als mein Goblin. Mhm. Alter, wir haben jetzt schon 7 Karten Unterschied, Alter. Das stimmt. Ich glaube,
gehe aber auf Nummer sicher. Mhm. Du kennst den Kollegen? Der erste Drache. Ganz genau. Kotz. Okay. So, und diesmal tut ein Angriff auch nicht weh, glaube ich. Da hast du völlig recht. Weggerendert. Ich glaube, du hast das Horn des Einhorns gezogen, habe ich recht? Ja, und du weißt aber, dass ich mir vorher mit bettelnder Goblin den Goblin Elite-Angriffstrupp geholt habe. Ja, okay. Und wenn ich deinen jetzt mit Horn des Einhorns verstärke, dann kann ich dich natürlich nicht durch Kampf vernichten. Aber du kannst mich auch nicht vernichten durch Kampf. Da hast du durchaus recht. Mhm. Das finde ich belastend. War ein guter Zug, oder? Ja, das war nicht schlecht. Ich aktiviere aber den Nippel-Twister und opfere 500 meiner Life-Points, um dein Horn des Einhorns zu vernichten. Ja. Und danach speziell beschwöre ich den Trickreichen durch das Opfer von Gravitrachen. Oh, nicht schlecht. Jetzt gehe ich in die Angriffsphase. Die Offensivphase meines Zugs quasi, wenn man das so möchte. Und dann meddle ich dir volles Pfund aufs Maul. Das war bitter. So, du wirst jetzt das Horn des Einhorns ziehen. Ja. Tja, eigentlich ist die Karte für was anderes, aber ich muss sie spielen. Jetzt kriegen schon seine Kinder die Panzerschreck. Würde Odwin jetzt sagen. Alter, was? Ich könnte mich selbst jetzt vernichten damit? Okay, lol. Ich könnte mich selbst vernichten. Was kommt jetzt, Alter? Ah, jetzt wird geopfert. Oh, fragt sich nur für was. So, haben wir nicht meinen Zug. Tja, okay. Oh, ist schon ziemlich knapp, Alter. Jetzt 700 Lifepoints nur noch. Ich hab kein Glück. Diese verrückte Karte, dort ist safe so was wie Sprengkugel oder so ein Scheiß. Oder Burgmauern, es werden wahrscheinlich wieder die Burgmauern sein. Na, erstmal sitze ich in der Karte verdeckt. Dann bin ich mein Zug. Das ist jetzt echt spannend, ey. Ja, ist schon knifflig auf jeden Fall. Vor allem, ich muss echt aufpassen, weil ich da noch 700 fucking Lifepoints habe. Nee, ich riskiere es nicht, mit dem Drachen anzugreifen. Der ist momentan meine einzige Lebensversicherung. Wenn der weg ist, bin ich tot, Alter. Okay. Erstmal verschnaufen. Kurze Waffenstillstand hier. Holy hell. Aber ehrlich, mein Zug. Oh, das ist eine gute Karte. Da muss ich mal kurz das kontrollieren. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Dann beende ich erstmal meinen Zug. Mhm. Um jetzt was zu aktivieren? Ich aktiviere nun den Ruf der Gejagten. Okay. Und hole mir ein Monster aus meinem Friedhof in die offene Angriffsposition. Und es ist der Gravi-Stoßdrache. Mhm. Ja, und? Der macht erstmal gar nichts, du bist dran. Okay. Oh, dann hätte ich eine Karte. Dann beende ich meinen Zug. Aktiviere ich meine Karte. Oh.
Da bin ich deinen hässlichen Drachen schon mal los, Alter. Ja, los bist du ja nicht. Ja, aber er kann mich zumindest nicht mehr angreifen. Okay, muss ich auch gar nicht. Oder muss der auch gar nicht. Aktiviere den Effekt von Gravitationsdrachen, opfer mein Herz des Unterlegenen. Zerstöre deine Goblin-Kobold-Truppe da. Mhm. Und dann bringe ich meinen Trickreichen in Angriffsposition. Mhm. Und in der Battle Phase. Tja. Komm, ich nehme jetzt mal den Drachen. Okay. Ich riskiere es jetzt einfach. Ja, die Burgmauern. Okay, ich hab's geahnt. Das ist auch so eine Karte, irgendwie, die hab ich halt nur einmal im Deck, aber die habe ich jedes Mal am Anfang. Ja, ist halt echt so, dass die so oft, ey. Ja. Alter. Naja. Ja, was habe ich nur genommen? Ja, komm, du kannst ja jetzt deine Scheibe der Gier aktivieren. Ja, ich weiß, aber das war klar, dass ich jetzt hier Horn des Einhorns ziehe. Na gut, okay, ich setze mal zwei Karten. Okay, der ist auf jeden Fall safe. Gott, ey, ich könnte jetzt... Oh, das mache ich aber nicht, oder? Ey, das mache ich nicht. Oh, ich beende meinen Zug. Oh Mann, mit den 700 Life Points, Digga, das ist halt übel. Wenn du dieses Okazi oder so drin hast, Digga, bin ich halt gefühlt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe bei dem Deck. Hier bin ich mir gar nicht so 100% sicher. Oh mein Boy. Das würde es jetzt reißen, auf jeden Fall, ja. Okay. 5000 Life Points hat der halt noch, ne? Nein, wäre nicht mein Zug. Ich kann erstmal so bleiben. Eigentlich bin ich erstmal ganz, ganz gut dabei. So, ist erstmal in Ordnung. Na, ich sitze das jetzt hier ganz gemütlich aus. Ich spiele hier nochmal das Scherbe der Gier. Das muss ich jetzt verhindern. Ich werfe meinen Verbündeten Klausulos ab und deaktiviere das mal. Tja. Dann setze ich mal ein Monster. Und beende meinen Zug. Boah, das ist so aufpassen, Alter. Ganz Scheiße. Ausgezeichnet, das was kommt, ich hier gezogen habe. Oh nein! Okay, alles klar. Oh nein! Nein! Tu es nicht, ich bitte dich. Es ist nur ein kleiner Stich ins Herz. Es sei denn, du kannst es verhindern. Nee, mach mal. Fuck, jetzt hat das 4100 halt, ne? Na gut, ich aktiviere erstmal... Nachschubtrupp. Und dann hängt alles von der Karte ab. Es tut mir leid, mein Freund. Oh nein! Nein! Ah! Fuck, mein Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Bruder. Weißt du, was ich gezogen habe? Du hast ein schwarzes Loch gezogen. Nein. Ja. Oder Raigeki. Ja. Ich habe echt Raigeki gezogen, Alter. Holy fucking. Das ist so übel, Alter. Das ist einfach nur übel, ey. Alter Schwede. Was für ein spannendes Match. Oh, Bruder, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann, ich habe gerade Anti-Raigeki gezogen, Alter. Mann, was wär's gewesen? Scheiße, Alter. Was für eine verdammte Scheiße. Ja, ich muss es jetzt riskieren, ne? Du hast wahrscheinlich irgendwas, was es verhindert, aber.
Ah, ist nur annullieren, okay. Na schön. Er legt trotzdem noch einen Anti-Raigeki dahin. Ja, was will ich damit jetzt? Vielleicht hast du es ja. Vielleicht hast du es ja zweimal drin. Wer weiß. Ja, cool. Boah, das wär so krass gewesen. Weißt du, du spielst Schwarzes Loch, dann spiel ich Weißes Loch. Dann spielst du Raigeki, dann spiel ich Anti-Raigeki. Ja, das wäre es gewesen. Aber. Das wäre viel zu krass. Hat eine Runde länger gedauert. GG. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Das war echt ein intensives Match. Das war krass, ja. Wie lange ging's? 15 Minuten und 50 Sekunden. Junge, Junge, Junge. Ja, heute schon eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten drei Folgen. War auf jeden Fall krass. Vielen Dank fürs Mitspielen. Abonniert den Kanal, sonst war alles umsonst. Und dann schaut bei Kuga vorbei und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ciao.